Die Brücke geht rüber zu der Insel Kirk. Malerisch an der Adriaküste gelegen, Rijeka. Es ist die drittgrößte Stadt von Kroatien. Sie liegt im Norden der Karabucht. Hier befinde ich mich am zentralen Markt, auch der Fischmarkt. Es gibt sehr viele Paläste in der Stadt. Meist im späthistoristischen Stil. Viele Häuser sind hier sehr farbenfroh gehalten. Noch zwei andere Stilrichtungen beherrschen die Stadt, einmal Barock und einmal Hochrenaissance. Die Stadt hat etwa 130.000 Einwohner. Gibt's eine ganze Menge teurer Yachten hier. Nur 80 Kilometer von hier ist Triest. Die Städte haben früher viel miteinander konkurriert. Eigentlich seit Jahrhunderten. In der Stadt ist gerade ein Sportfest, wo alle olympischen Disziplinen gezeigt werden. Der Turm gilt auch als eines der Wahrzeichen der Stadt. Der sogenannte Stadtturm. Finde ich eine tolle Idee, dass hier die Sportvereine präsentieren können. Das ist die Schlagader der Stadt. Jetzt werfe ich mal einen kurzen Blick in den Dom von Rijeka. An sowas kann ich mich nicht satt sehen. Eine wunderschöne Decke. Erwartet so eine schöne Kirche, die sah von außen ja ein bisschen bescheiden aus für den Dom. Tolle Stuckarbeit. Zweitausendzwanzig war die Stadt Kulturhauptstadt Europas. Naja, ich habe vergessen, die Kirche und der Dom war aus dem 17. Jahrhundert. Was hier auch besonders interessant sein soll, ist das Schiffsmuseum. Eine Menge Cafés hier in der Straße. Ja, und schön mutig hier alles ohne Helm. Musik.
polierter Marmor. Es darf nur nicht regnen. Jetzt sind wir zurück nach Krikfinitsa. Das ist aber auch mal ein schwieriges Wort. Jetzt am Hotel genieße ich jetzt erstmal den Sonnenuntergang. Ist das nicht romantisch? Die sitzen hier zu Hunderten am Strand und gucken jeden Abend den Sonnenuntergang. Ein Gläschen Wein dabei, ja, so lässt es sich auch leben. Wie man sieht, die Sonne ist gleich untergegangen. Dann ist das Video auch zu Ende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.